Devi, hallo. Ja, hallo. Komm her. Komm her. Tom. Ja, super. Super. Hier. Nicht das Mikrofon abschlecken. In diesem Video zeige ich euch die besten Video-Settings für eure ZV-E1. Schauen wir uns mal die Settings genauer an. Dazu gehen wir ins Menü. Hier draußen brauche ich die Monitorhelligkeit Sonic, weil wenn ich Sonic nicht einstelle, sondern manuell einstelle, dann ist das Display nur wirklich sehr schwer zu erkennen, obwohl es gar nicht so sonnig ist. Also ich muss leider sagen, ich habe noch keinen ND-Filter, beziehungsweise habe ich damals alle meine ND-Filter verkauft. Ich brauche einen neuen und ND-Filter zu finden, ist nicht gerade einfach. Deswegen habe ich hier auch einen relativ hohen Shutter, weil mir eigentlich die 180-Grad-Regel vollkommen egal ist. Bei mir geht es ums Bild. Und wenn ich die jetzt zu hoch drehen würde, dann hätten wir hier ein sehr überbelichtete Highlights und das braucht man natürlich nicht. Ich filme meistens mit der größten möglichen Blende. Ich könnte natürlich auch die Blende reduzieren. Das ist in dem Fall aber nicht, also für mich ist es nicht notwendig. Und ich filme hier in S-Log 3, Escamuzine 3. Das hat eine Base ISO, eine Basis ISO von 640 und die Dual Native, sagen wir mal die zweite Basis ISO, die wir haben, ist bei 12.800. Aber kommen wir mal zu meinen Aufnahmeeinstellungen. Prinzipiell filme ich in XAVC S4K in 25 Bildern pro Sekunde, weil wir in einem europäischen, also im PAL-Format sind. Ich habe überhaupt keinen Nutzen, in 50 Bildern pro Sekunde zu filmen, deswegen bleibt es bei 25. Und in 422 10-Bit, weil das einfach die beste mögliche Qualität ist, die ich kriegen kann. Dann filme ich mit Log, und zwar nicht mit einem Picture Profile, sondern ich filme hier über das Menü mit Log, weil ich hier das flexible ISO habe. Ja, und als Farbskala benutze ich Escamut 3 Sinne, S-Log 3. Wie ich hier zu meiner Vorschau übrigens komme, ist ganz einfach. Ich bin hier unter Farbe, also Belichtung, Farbe, Farbton, kann ich hier mein LUT auswählen. Dann habe ich hier präinstallierte LUTs quasi zum Voranschauen, wie es ausschauen könnte. Aber ich habe doch gern lieber mein eigenes. Also ich habe mir natürlich auch ein Sony II S-Log 3 S-Cine LUT draufgegeben, einfach nur als Referenz. Aber ich habe hier meinen eigenen. So sehe ich eigentlich gleich, wie ich es dann gerne haben möchte. Und so brauche ich einfach nur mehr Shutter Speed, ISO und die Blende einstellen und weiß ganz genau, wie mein Bild nachher ausschauen wird. Zebras ist auch ganz wichtig. Ich habe meine Zebra-Anzeige quasi immer ein und ich habe sie manuell angepasst. Also es gibt ja die vorausgewählten Stufen. Dann kann man hier zum Beispiel einen Standardbereich plus minus einstellen. Ich habe als Untergrenze 94 plus. Das ist der Sweet Spot. Man sieht es hier eh, meine Zebras sind eigentlich immer an, weil da kann ich es auch schnell umstellen. Ja, im meisten Fall habe ich Weißabgleich automatisch, also einen automatischen Weißabgleich mit Farbpriorität Weiß. Wobei, wenn ich jetzt im Studio filme, weiß ich zum Beispiel, mein einziges Licht funktioniert mit, habe ich eingestellt auf 5600 Kelvin, dann drehe ich die Kamera auf 5600 Kelvin und brauche nur mehr den Rest anpassen. Fokusfeld habe ich im Normalfall auf Breit, manchmal habe ich es auch einfach auf Feld. Dann kann ich es hier setzen und dann mit dem Kreis in der Mitte bestätigen. Oder wenn ich jetzt speziellere Aufnahmen machen muss, wo ich sage, okay, ich will einen etwas genaueren Fokuspunkt haben, weil ich sage, okay, alles Wichtige, was ich filme, ist immer im oberen Feld. Dann verwende ich zum Beispiel das Teil hier. Wie man hier auch schön sieht, ich habe mein komplettes Funktionsmenü geändert auf die Dinge, die ich eigentlich brauche. Würde ich jetzt auf Kamera umswitchen, habe ich ein anderes, für die Fotos ein wichtigeres Funktionsmenü. Also ich habe mir das ein bisschen angepasst. Zuerst haben wir das Erkennungsziel, wo ich einstellen kann, Mensch, Tier und so weiter. Das ist meistens auf Mensch, aber weil ich viel mit Tieren mache und mit meinem Hund, will ich hier schnell umstellen können. Will ich mit dem Onboard-Mikrofon von der ZV-E1 filmen, dann ist ein Level-Input von 26 ganz gut. Bei mir ist meistens auch die Active Stabilization an. Wenn ihr euch fragt, warum die Kamera so wackelt, die steht eigentlich statisch auf einem Tisch. Das ist das neue AI Autoframing Feature von der ZV-E1 und ich finde, die macht einen wirklich guten Job. Das war die Autorahmung, die habe ich natürlich vorher aktiviert gehabt, damit das so cool ausschaut. Zusätzlich zur Autorahmung habe ich die Crop-Stufe, wo man einstellen kann zwischen groß und Crop. Das ist schon sehr nah, mittlere Nähe oder weiter entfernt. Hier habe ich einen Schnellzugriff auf 25 und 50 Bilder, damit ich schnell umschalten kann. Hier habe ich einen Zugriff auf meine LUTs für die Vorschau, eigentlich nur für die Vorschau. Ja, Peak habe ich auch mir hier hingelegt, einfach nur deswegen, falls ich schnell mal manuell was machen möchte, dann ist es gut hier
das Peak zu haben. Also zumindest habe ich das gerne bei der Mikrofonaufnahme, habe ich auf Auto gestellt, damit es die Kamera selber entscheidet, ob er vorne, hinten oder rundherum den Ton fokussiert aufnehmen möchte. Rahmenstabilisator habe ich zwar, allerdings muss ich ehrlich gestehen, ich habe ihn noch nicht wirklich viel benutzt, weil das macht man ja meistens dann, wenn man auch jemand anderen filmt. Aber zur Sicherheit habe ich das im Schnellzugriff liegen. Ja, das sind meine Einstellungen für meine Videosettings, mit denen ich auch professionell filme. Ein bisschen hell ist jetzt noch da, vielleicht regle ich da hier. Schauen wir mal, das wäre überbelichtet. Ja, das ist das Problem, wenn man keinen ND-Filter hat. Aber ich glaube, so geht das eigentlich. Ich hoffe, das Video zu meinen Settings für die beste Bildqualität und wie ich die Kamera am effektivsten nutze, hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.